Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahingäbe, mich zu rühmen, und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe höret nimmer auf. Lebensfreude ist sich vereinen, eins sein unbefristet, ohne Anfang und Schluss. Willkommen zum kleinen Podcastchen. Es gibt eine Liebesfreude, die geht einem durch den ganzen Körper. Und man muss fast weinen, weil man so geschüttelt ist davon. Ich hörte gerade einen Koch-Podcast und der Gast hatte sich vom Koch gewünscht, etwas herzustellen. Und als er es probiert, lobt er den Koch und der Koch sagt Dankeschön. Und mich durchzuckt über diesen Austausch eben dieser Liebesmoment, diese Liebesfreude. Ich habe mal ein Lied geschrieben, das heißt Lebensfreude. Ich wusste gar nicht damals, was ich da schrieb. Und um Lebensfreude soll es auch jetzt hier in diesem Podcast gehen. Mein Sohn war zu Gast. Ich hatte Geburtstag. Und da ich ja der Hausmanager bin und der Kindererzieher, habe ich natürlich ein inniges Verhältnis zu meinen Kindern. Und es hat mich sehr gefreut, dass mein Sohn sehr früh von weit her gekommen ist und an meinem Geburtstag zugegen war. Meine einzige Lebensfreude, Liebesfreude, ist das Zweiergespräch mit meinem Gegenüber, egal wer es ist. Gruppenspaß ist nichts für mich, aber die Zweiergespräche und die Intensität, weil man sich ja gut kennt oder gerade kennenlernt, diese Intensität und die Leidenschaft, der einer sich dem anderen selbst anbietet, in der Rede, im Austausch, das löst bei mir Liebesfreude, Lebensfreude aus. Will man für sein Leben Ausschau halten, muss man darauf achten, in welche Räume oder Situationen man sich begibt. Nämlich in Räumen und Situationen, wo auf jeden Fall etwas Platz ist für Lebensliebesfreude. Also vorher schon für sich selbst innerlich wissen, ob der Platz, wohin ich mich begebe, tatsächlich solch einen Raum vorgibt oder erlaubt wenigstens. Ein falscher Ort ist nämlich tatsächlich sehr gefährlich und man muss in gewisser Weise eine gefestigte Lebensliebesfreude haben, dem aktiven Widerspruch widerstehen zu können. Man braucht vorher sozusagen eine Lebensliebesfreude-Kampfkunsttraining. Neue Lebensfreude vertreibt nicht nur für ein, zwei Stunden die Sorgen. Sie ist unbefristet, ohne Anfang und Schluss. Ist wie eine Geburt, die man nicht selbst entscheidet. Sagst du ja oder nein? Sie kommt und ist da immerwährend und heute und bleibt dir ewig fern. Lehnst du sie ab? Lebensfreude
ist nicht einmal zu vergleichen mit einem schönen Moment. Beim Frauenfrühstückscafé bemerkte jemand den Text im 1. Korintherbrief 13, woraus ich eben ein Stück vorlas. Und wie gesagt, sie bemerkte den Text, sie bemerkte, dass sie den Text nicht verstand und dass hier etwas anderes mit Liebe beschrieben ist, wie sie es bisher kannte. Als ich mit meinem Sohn trainierte, unterhielten wir uns über mögliche Kung-Fu-Reaktionen im Kampf. Und über das Gespräch und Probieren fanden wir heraus, wie stark ich mich einbringen musste oder mir jegliche Möglichkeit der Reaktion noch unbekannt war. Tja, und so muss das Training weitergehen. Aber wie übersetzt man das jetzt in die Alltäglichkeit mit dem Thema Liebe? Ja, trainieren kann man es auf jeden Fall schon mal irgendwie, obwohl einem ja doch nicht so wirklich klar ist, wie man das übersetzen kann mit der Liebe. Gespräche führen, ja. Ausprobieren am Gegenüber, ja. Naja, ich suche mir also Orte aus, wo Liebesfreude, Lebensfreude, die Liebe an sich Raum hat. Und ich suche mir eben keine Orte aus, wo dieser Raum nicht erlaubt ist. Lebensfreude ist wie Blumen, sie sind da ohne ein Warum. Wer Lebensfreude hat, der fragt nicht mehr, in ihr steckt jede Antwort drin. Lebensfreude existiert nur mit dem Guten vereint. Lebensfreude hat man nie für sich nur allein. Die Liebe ist auch an den Orten, wo sie nicht verstanden wird, aber bewundert wird, da gehört sie schon irgendwie hin. Und dann, um da zu sein und die dann die Menschen vertritt und ihnen hilft, unterstützt und erduldet, wenn es Unwahrheiten gibt. Die Liebe ist da, um zu repräsentieren, wo sonst niemand anders kann. Also das ist nicht ein Nichtort für die Liebe. Auch wenn sie dann mal weggedrängt wird oder durch auch egozentrisches Auftreten von Menschen, die sich vielleicht sogar für die Vertreter von dieser Liebe halten. Naja, letztlich kann ich die Frage auch nicht beantworten, wie man das umsetzen kann, was die Liebe beschreibt. Deutlich wird, dass Liebe nicht zuerst eine gefühlte Reaktion ist. Wir sehen es in 1. Korinther 13. Aber ja, es ist auch schwer verständlich, was dort steht. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich noch nicht erwähnt habe, dass diese Liebe in meinem Leben eine eingreifende Person ist. Eine mich ändernde, unterstützende Liebe. Und das macht schon das Fundament aus für mein eigenes Hineingeborenwerden in den Ausdruck der Liebe. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahin gäbe, mich zu rühmen, und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu.
Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles. Sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört nimmer auf. With me.